So, und damit sei gegrüßt zu einem neuen Netztest. Wir spielen Dark Pictures Anthologie Man of Medan. Medan, keine Ahnung, wie man so spricht. Das hier. Eine Spielereihe, die ich mir bisher noch nicht wirklich getraut habe. Da gibt es inzwischen einige von. Ich weiß die Namen nicht alle. New Hope weiß ich. Das hier. Dann gab es auch, glaube ich, aber noch zwei, drei andere davon. Ich glaube, das Ganze begonnen, lasst mich lügen, begonnen hat das Ganze mit Until Dawn. Was ich auch noch nicht gespielt habe. Zumindest Until Dawn habe ich, steht bei mir irgendwo auf der Liste. Das will ich irgendwann, habe ich das müssen wir irgendwann mal spielen. Von den anderen Teilen habe ich, Until Dawn ist ein großartiges Spiel, das habe ich schon bei einem Leuten mehrfach im Let's Play gesehen. Auch sowas wie die Quarry, ich weiß nicht, ob das von selben ist, zumindest ein ähnlicher Stil, weiß nicht, ob das von Entwicklern ist, ob das aus derselben Reihe ist. Aber gerade die Quarry, und vielleicht bin ich da auch interessiert an einigen, aber so ein bisschen, also Man of Medan, da habe ich sehr viel Schlechtes drüber gehört. Das soll wohl, zumindest wie ich es gehört habe, der schlechteste Teil der Reihe sein. Es sind nur, lasst mich, verurteilt mich nicht, es sind nur Sachen, die ich gehört habe. Soll besser geben. Da, ja, wir werden heute auf jeden Fall reinschauen. Und mal gucken, was das Spiel so zu bieten hat. Ja, AGB gelesen und akzeptiert. So, jetzt habe ich meine Seele schon wieder verkauft. Mein Körper wird nach dem Tod ausgestellt. So viele AGBs, wie ich hier nicht gelesen und akzeptiert habe. Mein Körper gehört schon wieder um Videospielefirmen. Und Social Media Anbietern. Okay. Audio. Noch war man nicht auf 100%. Der Look. Nochmal auf Deutsch. Sehr schön. So, na dann. Okay, es geht, funktioniert irgendwie nicht. Ich muss ihn mit der Maus machen. So, Testversion. Auf geht's. Und eine neue Story. Das andere ist blockiert.
Brett. Der ist recht unschuldig. Wird uns hier schon. Dürfen uns kein eigenes Bild machen. Alex motiviert unsicher. Wird uns hier schon ein Urteil gegeben, bevor wir uns selbst dann zählen Reicht das? dürfen. Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Echt jetzt? Ja. Ich meine, du bist echt hier ohne eine einzige Tauchstunde? Irgendwie, ja. Und ich kann anscheinend nichts sagen. Unsicher, das ist peinlich. Nachtragend. Musst arbeiten. Okay, wir sagen mal wieder nichts, was ich staunlich kapiert habe. Laden wir alles ein. Hey, Vorsicht! Die Tauchkamera war wahnsinnig teuer. Brüderchen, sei cool. Was? Julia und Conrad sind, tja, also alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann, bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Hä? Mitnehmen? Ernsthaft? Ich dachte, ich bin eingeladen. Julia wollte dich dabei haben. Julia? Echt? Ja, Mann, sie wollte das. Ich wollte, dass sie sieht, wie cool du bist. Also, sei cool. Kapiert? Okay, Amigo. Die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Zynisch. Entwürsam. Ist ja schon 2 Wochen her. Hä? Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah. Beziehung aktualisiert. Aha. Conrad, Phyllis, Julia, Alex. Ich hätte jetzt schon zynisch und angreifend gespielt, weil so solche Sachen, die ich ja wohl unschuldig geistreich, das provoziert mich genau den Charakter genau anders zu spielen. Und das Spiel mir sagt, spiel den unschuldig. Dann hab ich Bock drauf, den zum Gegenteil zu bringen. Ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Ach nee. Bist du sicher? Denk mal drüber nach. Auch an die ganzen Konsequenzen. Kurs aktualisiert? Was? Kursrichtung. Antrag. Okay. Hey! Was haben wir da gemacht? Geistert unvorsichtig, Julia. Conrad. Sieht aus wie der Bösewicht des Spiels. Ist er safe? Tut mir leid. Conny? Der meint, alles verdirbt. Hey, nicht der Bösewicht, aber der Typ, der. Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Ist der Typ, Conrad. Der. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Alles versaut, Bradley. Der. Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Das ist eigentlich nicht so meint, ja, aber der sich ein Spiel Spaß erlauben wollte und dann. Hey, Lust auf ein Bierchen? Jede Sekunde. Bestätigt gerade alles. Natürlich über der Seekrank entspannt, sehr cool. Ganz ehrlich, ich werde leider öfter mal seekrank. Brad? Bradley? Ray Bradlebury? Nur ein Mittel macht dich seefest, das aus der Flasche.
Nämlich nur eins, davon muss ich kürzen. Gut, eins. Männlich. Wir werden zu besoffen sein. Guter Mann, Radical. Mords Mast hast du da. Mast tief. Du Scheiße. Okay, dann haben wir dann wahrscheinlich hier bei einem ganz wenig, bei einem ganz gut und so weiter. Bist du schon mal getaucht? Nichts sagen, Glück noch nie, selbst sicher schon oft. Ja, ganz oft, ja. Sicher, schon ganz oft? Cool. Meisterklasse. Du bist ein Noob? Nö, kein Noob. Ich tauche mittlerweile praktisch wie ein Fisch. Du, tauchst du oft? So zwei, dreimal, hier und da, mit der Familie. Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kahn? Da kommt er. Sie. Und geduldsmutig. Fliss. Captain. Captain on board. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber, So, alle an Bord und bereit abzulegen? Wenn es dir recht ist, Captain. Genau, lass alles raus. Oh, ja. Er wird sich krank. Willst du dich mal hinlegen? Ja. Ist eine gute Idee. So viel dazu. Ja. Oh Mann. Zeig mal die scharfen Fotos. Nötig die Küste von Französisch-Polynesien. Hier drüben. Ganz schön weit draußen. Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie von eurem Wrack gehört. Normalerweise wimmeln Wracks von Tauchern. Ja, das hier ist anders. Ich meine ja nur, wenn es vielleicht zu spät wird, kenne ich ein paar gute Stellen zum, naja, Tauchen. Optimistisch, Brad weiß, was er tut. Frustriert, Brad war so sicher. Brad weiß Bescheid. Das Wrack muss hier sein, wenn er sagt. Okay, du bist der Kunde. Ich meine ja bloß, das Tageslicht ist irgendwann weg. Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Das wird sowas von schief gehen. Was gibt? Sonst wäre es kein Horrorfilm. Eigenschaften? Okay. Diese Eigenschaften um ihn herum können wir beim Aktualisieren. Vielleicht werden sie schwächer oder stärker. Sehen und staunen. Brads Berechnungen waren goldrichtig. Brad hat's drauf. Ein echtes Genie. Wir sollten ihm danken. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ach ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen. Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack. Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Wen juckt's? Wir können nicht tauchen. Du meinst, wir sollen nicht tauchen? Vorschriften? Sind wir im Kindergarten? Ich muss darauf hinweisen. Wir sehen uns doch bloß um. Kriegt doch keiner mit. Gut. Aber beeilt euch. Und fasst bloß nichts an. Ich kann's kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Unberührt. Ich werde jetzt nicht jedes Mal auf die. In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs checkt nochmal alles. Seht ihr mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Warum hat sie keinen vernünftigen Schwimmanzug, Tauchanzug an? Jetzt können wir steuern.
Durch die Öffnung können wir rein. Aha. Sehr interessant. Nicht. Hey, hey. Hi, Süßer. Ich hab die Ausrüstung gleich startklar. Brauchst du Hilfe? Hab noch nie mit Kreislaufgerät getaucht. Sieht alles okay aus. Aber du solltest dich vielleicht auch ein bisschen mit den Dingern auskennen. Mal ehrlich, ich bin gerade nicht so happy mit El Capitan. Meuterei. Das verliert eine Stange Geld. Bleiben wir erstmal cool. Ja, ich weiß. Bleiben wir erstmal cool. Cool? Warum? Hat keinen Sinn, sie zu verärgern. Wenn sie mich noch einmal daran hindern will zu tauchen, dann gibt's Ärger. Okay, aber provozier sie nicht. Okay, ich stell dann mal die Kreislaufgeräte ein. Den Rest machen wir dann am Ende zusammen. Cool. Schrei, wenn's soweit ist. Ja, mit ihm nochmal quatschen. Da ist eine Lücke am Heck. Sieh mal. Da müssen wir denn jetzt in die Katze ziehen. Zwischensequenzen. Steuern. Das ist nicht die Lücke. Hey. Selber hey. Hi. Die Regeln hier draußen gibt's nicht ohne Grund. Ihr solltet das respektieren. Fliss, wir haben eine Menge für diesen Tauchgang bezahlt. Genau an dieser Stelle. Immer wenn ich Leute wie euch rausfahre, passiert dasselbe. Keinen Respekt vor den Bräuchen anderer. All diese Regeln sind doch ganz einfach. Wie viel Erfahrung hast du denn mit solchen Tauchgängen? Selbstsicher, ich habe Erfahrung im Wachtauchen. Ich kenne die Regeln. Genug. Das ist keine Antwort. Ich kenne die Regeln. Sieht gar nicht so aus. An euch alle, das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Das ist sicher. Und wir werden dabei draufgehen. Okay, kapiert. Wie viel? Wie viel was? Wie viel Geld brauchst du, damit du uns endlich in Ruhe lässt? Du, ich... Hier geht's nicht um Geld. Weißt du was? Ich kann euch nicht aufhalten, aber halt dich da unten an die Regeln und mach nichts, was mich später den Arsch kostet. Wir machen sowas von... Es wird uns den Arsch kosten. Kennst du dich damit aus? Nee. Nicht wirklich. Lass das mal besser in Ruhe. Aha. Ich bin der Ausweis am Gucken. Felsitz, du Boys. Am 3.10.1983. Tauchnummer, Geburtsdatum. 172 cm, 55 kg, Größe, Gewicht. Braun, Augenfarbe, Haarfarbe. Der Auftrag ist ein gegebener Ausbilder. Ist durch die
mir nochmal auf Toilette gehen, bevor es losgeht. Was geht? Alles klar? Schlafzimmer. Sorry, das Bierchen war dann doch zu viel. Oh Mann, weißt du echt nicht, wie viel du verträgst? Klappe. Ich wollte bloß mit Conrad klarkommen, wie du gesagt hast. Euch zu betrinken? Ach komm. Okay, okay. Genieß einfach das Meer. Ich komm dann später. Was haben wir hier? Ich glaube, Julia hat echt alles eingepackt. Gucken wir zur Unterwäsche von. Man kann den ernst. Preis echt riechen. Schaut auf Innocent. Aber ihr gefällt's. Schaut auf Innocent. Verschlossene Tür. Kommen wir später wohl noch mal durch. Was haben wir denn hier? Vorahnung freigeschaltet. Was für eine Vorahnung? Ganz schön schwarz. Ich sehe da nichts. Vorahnung nennt er das. Okay, also, das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Okay, O2-Check fertig. Wie die sich eine Unterkühlung im Wasser holen. Wow, immer mit der Ruhe. Erstmal dein O2. Wer sexy aussehen soll oder was? Warum hat die keinen? Danke für deine Hilfe. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Das Wasser ist hier auf dem hohen Ozean. Bestimmt eiskalt. Ja, was ist was? Ich hab keine Ahnung. Den Bangstick. Das habe ich schon gehört. Ab die Post. Aha. Schon mal benutzt? Vergesst bitte die Regeln nicht. Nö. Du filmst, ich sag, wo es lang geht. Machen wir ein Vorher-Foto. Na, ob das noch ein Nachher-Foto geben wird. Das sind die Protagonisten, die werden nicht draufgehen, aber... Bin ich wenigstens schwer verstümmelt.
Aha. Danke, dass du unser Spiel gespielt hast. Man of Medan. Erwirbt die Vollversion, schaltet jetzt Folgendes frei. Mit der Namen Solo-Story, gemeinsame Story, Filmabend, Bonusinhalt. Ah, okay. Ja, eher nicht so. Gerade wo es spannend wird, mit dem Leben morgen. Naja. Das war jetzt ein, das war nicht wirklich viel sagen für das, also da jetzt kann jetzt alles und nichts passieren in diesem Spiel. Das ist da, ich weiß nicht. Sie sagt die Demo-Version nicht viel über das Spiel aus. Naja, dann was mal gespielt. Als Demo. Jo, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Bis zur nächsten Demo. Das Test. Bis zum nächsten Video schon heute. Wahrscheinlich. Bis dahin. Oder ne. Ciao, ciao.